Hey Leute, ich bin's wieder, der geimpfte Mann aus dem Internet. Die Begrüßung kommt euch bekannt vor. Das könnte wohl daran liegen, dass wir schon mal über Impfgegner gesprochen haben. Ich habe ein ganzes verdammtes Video darüber gemacht, warum es grundsätzlich sinnvoll ist, sich zu impfen. Unser aller Liebling Katja K. dachte sich jetzt aber, sie müsste ihre Meinung zum Thema Impfen auch noch ins Internet blasen. Und ganz ehrlich, vielleicht sollte sie sich beim Blasen doch lieber wieder auf Dinge konzentrieren, von denen sie wenigstens Ahnung hat. Geburtstagskuchenkerzen ausblasen oder so. Und wer jetzt sagt, meine, das ist aber sexistisch, ohne Witz. Es reicht, einen Blick auf Katjas Instagram-Kanal zu werfen, um zu sehen, hier geht es um mehr Kunststoff als im Playmobil-Laden. Und das ist ganz bewusst Katjas Image und ihre Entscheidung. Ich beziehe mich in diesem Video also nur auf die Kunstfigur, kenne den Menschen dahinter nicht, aber finde die Aussagen 10 von 10 stupid. Ich bügel da jetzt also nicht nochmal drüber. Also über den Text. Und ich muss der lieben Katja mal wieder die bittere Pille der Logik in ihren Botox-Bunker drücken. Sie hat es nämlich schon wieder getan. Katja hat bewiesen, Plastik kann nicht denken. Ich habe schon im letzten Video erklärt, warum es wichtig ist, sich impfen zu lassen. Besonders mit Blick auf die Herdenimmunität ist das feuchtfröhliche Spritzen für unsere Gesellschaft von Vorteil. Ihr könnt euch hoffentlich noch daran erinnern, wie der ganze Spaß funktioniert. Der Großteil der Bevölkerung ist geimpft, sodass sich eine Krankheit nicht mehr ausbreiten kann. Das schützt dann auch diejenigen, die nicht geimpft sind. Zum Beispiel, weil sie an einer Immunschwäche leiden oder einfach zu alt oder zu jung sind. Die können sich halt nicht impfen lassen und sind den Krankheiten einfach schutzlos ausgeliefert. Umso glücklicher bin ich über die Tatsache, dass unsere Regierung ab März 2020 eine Impfpflicht gegen Masern an Schulen und Kitas einführen lässt. Wisst ihr auch wieso? Diese Impfung ist der einzige wirksame Schutz gegen die Masern. Leider können dann aber immer noch solche Menschen wie Katja behaupten, ich habe mich noch nie impfen lassen und seht her, ich werde nie krank. Ich bin auch eigentlich dafür, dass bei uns im Büro eine Impfpflicht herrschen müsste, weil ich nicht random am nächsten Rinderwahnsinn krepieren will. Der normale Wahnsinn reicht mir schon. Und ich weiß, Katja, du machst dir auch um die Langzeitfolgen, vor allem um eine eventuelle Hirnhautentzündung bei Masern, keine Sorgen. Aber nicht jeder Mensch kommt ohne Nervensystem auf die Welt. Manche von uns haben noch ein Gehirn. Wie steht ihr zu dem Thema? Schreibt mir eure Meinung zur Impfpflicht an Schulen und Kitas mal in die Kommentare. Würde mich interessieren, wie ihr zu der Entscheidung steht. Und wenn ihr schon auf dem Weg nach unten seid, dann lasst doch gerne eine positive Bewertung da und abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Irgendwann kann ich mir endlich ein Cayman S gönnen und dann komme ich bei jedem von euch vorbei und bedanke mich persönlich. Aber nur, wenn ihr geimpft seid. Unsere PVC-Königin hat sich also vor einigen Tagen also hingestellt und war der Auffassung, ihre vermeintliche Expertenmeinung ins Netz kacken zu müssen. Auf Instagram hat die Gute eine Story veröffentlicht, die selbst ich mir nicht hätte ausdenken können. Und ich wünsche mir, dass das alles nur ein soziales Experiment ist und die das nicht ernst meint. Aber vielleicht will sie auch nur mit Scheiße labern Aufmerksamkeit. Gut, die kriegt sie jetzt von mir, aber auch nur, weil vermutlich genug strunzdumme Plastikfans glaubten, was Babyborn hier von sich rülpst. Deutschland ist das Land, in dem sich alle einscheißen. Das Land, in dem man am besten Geld mit Angst macht. OMG, schau mal, die tödliche Grippe kommt. Kauf direkt meine chemischen Medikamente und alle rennen wie Zombies hin, ohne jegliche Beweise. Was zum Teufel? Ohne Beweise irgendwo hinrennen? Reicht es nicht als Beweis, wenn ich mir dank Norovirus in die Hose kacke, um mir Medikamente holen zu wollen? Und ja, übervorsichtige Menschen, die sich Vitamine an der Apotheke kaufen, gibt's. Es gibt aber auch Leute, die irgendwelchen lebendig gewordenen Madame Tussauds Wachsfiguren auf Instagram folgen und denen alles glauben, was die in ihre Story würfeln. Bisher hatte ich dir eigentlich zugetraut, deinen Kopf auch für was anderes benutzen zu können, als Softpornos auf YouTube für deine 13-jährigen Zuschauer hochzuladen oder die Dinge zwischen die Botox-Platten zu pfersten. Einmal Google geöffnet, dich 2 Minuten damit auseinandergesetzt, wieso eine Impfung zum Beispiel gegen Masern sinnvoll ist und du hättest dir das mit deiner Story 69 Mal noch überlegt. Aber es geht weiter. Komisch, dass ich fast nie krank bin und mich nie geimpft habe. Komisch, dass du so viel Scheiße laberst, aber dein Mund gar kein Arschloch ist. Wisst ihr, wieso mich das so triggert? Weil sie davon profitiert, dieses Prinzip aber gleichzeitig durch ihren Unwillen, sich impfen zu lassen, gefährdet. Einmal war ich als Kind impfen und danach war ich 3 Wochen lang extrem krank. Danach nie wieder und es ist nichts passiert. Seit einem Jahr war ich gar nicht mehr krank. Und davor immer nur kleine Erkältungen. Du hast dich nie impfen lassen und wirst fast nie krank. Wow, weißt du, wie das möglich sein könnte? Die Mehrheit der Leute strengt ihr Brain etwas mehr an als du und geht zum Arzt und lässt sich impfen. Und du warst als Kind 3 Wochen lang extrem krank. Du bist immer noch krank. Anscheinend funktioniert dein Oberstübchen seit diesen tragischen Tagen nicht mehr richtig. Anders kann ich mir dein weiß auf schwarz gedrucktes Essay über Impfungen jetzt nicht erklären. Aber mal ehrlich, weißt du überhaupt, wie Impfungen funktionieren? Anscheinend ja nicht. In vielen Fällen bekommst du eine abgeschwächte Version des jeweiligen Krankheitserregers gespritzt. Dein Immunsystem kann dann gegen die Low-Level-Viren ankämpfen, eigene Antikörper bilden und
mit denen in deinem Körper, bist du dann geschützt. Wenn du dir aber tonnenweise Silikon unter die Haut spritzen lässt, schützt dich das nicht vor Krankheiten, wie es vielleicht einmal Handschuhe im Labor tun. So funktioniert das nicht. Nehmt kein vergiftetes, billiges Essen zu euch und informiert euch genug, dann seid ihr gesund ohne den Müll. Danke für den Tipp. Ich esse andauernd vergiftetes Essen und frag, woher meine Sickness kommt. Okay, aber Spaß beiseite. Du rufst deine pubertierenden Fans dazu auf, sich keinen Schrott reinzuschaufeln. Finde ich super. Dass jemand allerdings mein Essen vergiftet, wäre mir irgendwie neu. Und dann sollen wir uns also genug informieren. Gut, habe ich getan. Offenbar im Gegensatz zu dir und sämtlichen anderen Impfgegnern. Wenn man sich auch noch 5 Minuten mit dem Thema auseinandersetzt, kommt man so schnell zu dem Schluss, dass es keine vernünftigen Argumente gegen das Impfen gibt, wie deine Zuschauer zu deinen Fotos und Videos. Sorry. Got carried away there. In folgenden Post dreht er dann aber so richtig auf und spätestens jetzt würde ich dir auch zutrauen, daran zu glauben, dass die Erde eine verkackte Scheibe ist. Die Welt hat es definitiv geschafft, dass 80% der Menschen von den Medien gewaschene Gehirne haben, die bei einer Vogelgrippe der Pharmaindustrie Geld entgegenwerfen und sich angeblich wichtige Medikamente kaufen und Angst bekommen, wenn sie Attentate sehen, die uns gezielt Angst machen sollen, damit wir mehr überwacht werden können, ohne dass sich jemand beschwert. Da 80% der Menschen TV schauen und wirklich alles glauben, was sie in den Nachrichten hören und nichts hinterfragen. Traurig. Laut ihr haben 80% der Weltbevölkerung von den Medien gewaschene Gehirne. Sie nennt dazu das Beispiel der Vogelgrippe, bei der alle insane geworden sind und sich mit dem Impfstoff zugeballert haben. Aber 80%? Woher kommt diese Zahl? Ist das Bundesamt für Statistik jetzt in ihr Silicon Valley gezogen oder was ist los? Und sind damit auch die Menschen von den Osterinseln gemeint? Die haben nicht mal einen Fernseher! Wie kann jemand, der für Bums mit jedem ist, gegen impfdig sein? Bedeutet das nicht gleichzeitig Schutz und Vorsorge? Oder hat die einfach alles? Super Gonorrhoe! Katja, niemand hat hier von Grippeimpfungen gesprochen. Genau wie bei der Schweinegrippe bin ich jetzt auch nicht der größte Verfechter davon, sofort zum nächsten Doc zu rennen und sich 100 Spritzen setzen zu lassen. Direkt zum Arzt sprinten? Fand ich damals auch ein bisschen übertrieben. Dennoch, wer sich impfen lassen wollte oder geimpft wurde, vollkommen okay. Und was jetzt kommt, Leute, ist einfach absolut retarded. Katja muss selbst beim Verfassen auf irgendwelchen verschreibungspflichtigen Medikamenten gewesen sein oder ihr Aluhut hat ihr die Hirnrinde abgeklemmt. Attentate werden uns laut ihr nämlich gezeigt, um uns gezielt Angst zu machen und uns dadurch mehr überwachen zu können. Sag mal, hast du doch alle Pusten im Halter? Ganz ehrlich, wurde dir die letzte Ladung Botox vielleicht direkt ins Brain gespritzt? Dein Argument ist einfach auf so vielen Ebenen falsch und respektlos, dass es mir schwer fällt zu entscheiden, wo ich überhaupt anfangen soll. Du diskreditierst damit einfach jeden Angehörigen, der bei einem Anschlag jemanden verloren hat oder möglicherweise selbst draufgegangen ist, weil irgendein verblendeter Vollidiot der Meinung war, mit einem LKW in einen Weihnachtsmarkt zu rasen. Ich habe ja schon keine Ahnung, wie man auf die Idee kommen kann, dass Impfen eine schlechte Sache wäre, aber wow. Kürzlich habe ich erst ein Video gesehen, in dem du behauptest, dass dein schlechtester Zeugnisdurchschnitt 2,8 war und du das Gymnasium besucht hast. Glückwunsch dazu. Offenbar ist gesunder Menschenverstand dafür aber nicht erforderlich. Im letzten Abschnitt fordert Katja dann, dass Ärzte und Medikamente umsonst sein müssten, wenn der Regierung unsere Gesundheit ja so wichtig wäre, wie sie sagt. Wenn der Welt und der Regierung unsere Gesundheit so wichtig wäre, dann wären Ärzte umsonst und Medikamente auch. Wir würden auch nicht so oft krank werden und vor allem nicht alle in Maßen zusammen krank. Wir werden gezielt kontrolliert und krank gemacht. Denn die Pharmaindustrie bringt eine Menge von Geld ein. Es ist sogar so, dass Leute, die im Koma sind, Geld einbringen, wenn sie am Leben gehalten werden. Informiert euch bitte mehr über eure Welt und das, was in... Was? Informiert euch bitte mehr über eure Welt und das, was ihr in euch reinspritzen lässt. Und damit meine ich kein Sperma, sondern die angeblich tollen Dinge, mit denen uns der tolle Staat ja so super gesund macht. Hashtag voll süß. Ich habe eine Theorie. Vielleicht will sie die zweite Brust-OP umsonst kriegen und fordert deswegen, dass Ärzte und Medikamente umsonst sein sollen. Leute, ich leg mich unter das Messer, damit ich eine dritte Nase kriege, aber beim Impfen, nee, da ist Schluss. Katja, nicht jeder von uns lebt mit Ken in der Barbie-Welt. Und das Narkosemittel bei deinen OPs hast du wahrscheinlich auf der Wiese gepflückt, oder wie muss ich mir das vorstellen? Kennst du den Spruch, die Titte fällt nicht weit vom Stamm? Nein, eben, das, was da drinnen ist, ist künstlich. Das hat dir jemand unter die Haut gepflanzt. In Deutschland haben wir in meinen Augen aber schon ein ziemlich gutes System mit der gesetzlichen Krankenversicherung. Schaut euch mal Amerika an. Da schneidest du dir einmal den Finger und kannst dir dann erstmal einen Kredit aufnehmen, dein Haus verpfänden und dein Erstgeborenes opfern. Liebe Katja, hast du schon einmal darüber nachgedacht, dass auch Ärzte und die Mitarbeiter von Pharmakonzernen von irgendwas leben müssen? Ich bin auch kein Verfechter davon, dass Medikamente künstlich verteuert werden. Natürlich nicht. Aber deine Vorstellung, dass der Kram umsonst sein müsste, ist ja schön und gut. Aber wenn es so einfach ist, dann hau doch einfach mal ein funktionierendes System raus. Ein System, in dem Menschen in dem Berufszweig genug verdienen, wir aber für nichts bezahlen müssen. Bin sehr gespannt auf deinen Vorschlag. Vielleicht solltest du dich aber einfach wieder in deine kleine Hohlerde verziehen. Die Behauptung, dass wir alle gezielt kontrolliert und krank gemacht werden, könnte halt genauso auch von America's Orange Number One Donald Trump kommen. Meine Fresse. Ich habe lange nicht mehr so ein Bullshit gelesen bzw. gesehen. Und Leute, ich bin Malternativ. Ich mache Videos über schlechte Werbung, seltsame Themen und ich lebe in Berlin. Ich sehe jeden Tag verdammt viel Bullshit. Aber vielleicht bin ich auch einfach nur von der Regierung gekauft, um eine allgemein anerkannte Wissenschaft
wissenschaftlich nachgewiesene Meinung zu vertreten. Mein letzter Gehaltscheck wurde aber leider noch nicht von Angela Merkel unterzeichnet. Und ohne jetzt jemanden zu nahe treten zu wollen, wer mit jemandem zusammengearbeitet hat, der offensichtlich ein Gegner der Logik ist und behauptet, Attentate seien dazu da, uns Angst zu machen und zu überwachen und Impfungen wären ja super dumm, der sollte nächstes Mal doppelt und dreifach überlegen, ob das wirklich worth ist. Das ist so wie mit Mert und Shirin David. Nur mit Impfen. In diesem Sinne, Hashtag nie wieder Katja! Get the-